Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier Marc Hagenbeck. Hallo. Was lachst du denn so blöd? Nichts. Und ich bin Sagi und wir haben heute den 22. Januar und am 22. Januar haben wir wieder ein Geburtstagskind, das ganz berühmt ist. Mm. Gotthold Ephraim Lessing. Ja? Oh, auch Lessing. Bekannt von der Monopoly Lessingstraße. Ja. Ja, da ja. Eigentlich kenne ich ihn nur. Ja. Von daher ist aber ein großer deutscher Dichter und Dramatiker. Deswegen kam er ja auch nur zur Monopoly Lessingstraße. Hattest du nicht Deutschleistung? Nathan der Weise, ja, kennst du? Ja. Ja, ja, das ist eigentlich das, was man in der Schule immer so durchackert. Ja, ja. Lessingstraße. Badstraße. Schlossallee. Domstraße. Schlossallee musste man haben. Parkstraße. Wenn du Schlossallee hattest, hast du schon gewonnen. Alle naja, die Münchner Straße und die Wiener Straße und die ja, links. Aber Schlossallee und Parkstraße, dann war es schon rum. Nee, eigentlich nicht. Also es kommt ja, drauf an, was du sonst noch drum herum hast. Mit Schlossallee und Parkstraße, die sind nur zwei Straßen. Wenn du da nicht, wenn du die alleine hast, dann hast du. Wenn du da Hotels gebaut hattest, war das Ding schon gelaufen. Nee, komm. Nee, habe ich auch schon gehabt. Komm, da habe ich nicht. Da Hotels gehabt und habe trotzdem nicht gewonnen. Ja. Komm. Ja. 22. Januar. 2002 wurde in Bulgarien Georgi Parvanov Regierungspräsident. Wahrscheinlich nicht Georgi, sondern Georgi. Ja, Georgi, genau. Georgi. Der Georgi aus Bulgarien. Der Georgi, gell? Ja, der Schorsch. Der Schorsch aus Bulgarien wurde Regierungspräsident. Kann man mal machen, ne? Ja, Bulgarien ist natürlich eine Nummer. Wir haben aber jetzt einen Fakt des Tages. Ja, Achtung. Neugeborene sehen in den ersten Monaten nur schwarz-weiß. Mhm, das wusste ich schon. Natürlich wusstest du das. Mhm. Hast ja Kinder. Mhm. Ja. Das war Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Morgen sehen wir uns wieder am 23. Januar. Nicht vergessen, wieder einschalten. Und bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Das Tolle ist, wir sehen uns in Farbe wieder. Bis dann. Tschüss. Ja, genau.